Es ist einer, der 70 wird, ist 1948 geboren, im thüringischen Hildburghausen. Es ist einer, der sagt, es ist ein Leben, was durch Paradoxien geprägt ist und deswegen darf ich den Vergleich auch machen. Keine Angst, es bleibt das einzige Mal heute. Ein Leben im Westen ohne Ost. Warum? Naja, die Ausbildung 1965 war eine, die machte er, aber die mochte er nicht. Da merkte er, ach, eigentlich will ich das auch gar nicht fertig machen. Das Abendstudium an der HWK lockte mehr und prägte das, was dann auch gleichzeitig zu dem wird, wo er sich ausdrückt. Es ist etwas Leben ohne Umwege. Etwas, wo ich sage, naja, ich ziehe meinen Hut. Sich zu bewerben zum Studium der Kunst, den Abschluss, den man eigentlich in der Tasche braucht, um noch gar nicht zu haben, und doch zu sagen, das will ich jetzt. Er wird vielleicht jetzt nicht so mit den ganz direkten Worten sagen, naja, das elterliche Haus war eins, was schon auch vom Leben geprägt war. Da ist der Gasthof, da sind die Bordelle, da ist aber auch das, und das will ich rausholen. Aber Liebe fehlt. Man kann mit Menschen reden. Und da öffnen sich vielleicht so als Derwisch Türen, manche eine verschließt sich, weil man merkt, ich ecke an. Aber das Bordell, da gebe ich Ihnen nochmal so ein bisschen das Wort, wird eins sein, wo man den Hochschullehrer auf andere Weise am Abend kennenlernt. Aber so habe ich es auch verstanden. Eigentlich ist das kein Thema. Das muss man im Studium gar nicht so voranbringen. Er schließt es ganz ordentlich ab und dann geht es weiter, die wilde Fahrt oder, wenn Sie mögen, den wilden Tanz. Der Umzug nach Chemnitz, damals Karl-Marx-Stadt, ist einer, der prägend und entscheidend ist. Aus dem Gregor Thorsten Schade wird ein Gregor Thorsten Koschek irgendwann. Sie merken, ich kann das X gar nicht so gut. Ich gebe es ja auch hinzu. Sie merken, oder in Ihrer Gedankenwelt ist ganz viel drin von dem, was ich jetzt verschweige. Clara Mosch, Galerie Oben, Galerie Arcade, Schwarzes Frühstück, denken Sie bitte mit. Es geht nicht ohne. Worauf ich hinaus will, und das erzählte er, als ob es gestern war eine Reise, die prägt ihn. Eine Reise, ich saß da im Atelier, das Radio lief, nur ein Klang, sondern für mich auch ein zweiter. Denn ein zweiter Sender mischte sich rein, laut, und er sprach. Und ich dachte, wow, er konzentriert sich. Ich merke, und das ist auch das, wo ich hinaus will. Es ist ein Leben, was so scheinbar als derbisch, so leicht und so lächelnd und so, ich glaube auch, dem Leben zugewandt ist, wo die Ernsthaftigkeit drinsteckt. Da komme ich zu dem, was hier in der Aufstellung ist. Es ist nichts, was gestern entstanden ist. Es ist ein Werk, Tuch, Tücher ohne Schweiß. Manch einer wird sagen, die Einladung, den Titel habe ich gelesen. Aber wo ist denn das hier im Werk? Das habe ich noch gar nicht entdeckt. Naja, gehen Sie mal so. Ich werde es Ihnen nicht entschlüsseln. Tücher ohne Schweiß, 2000 entstanden. Es ist eine Trilogie. Zunächst entstand Arche ohne Nor in Zwickau. 240 Arbeiten, die auseinandergenommen wurden, die sich verteilten, naja, so in die ganzen Winde gingen. Der zweite Monat, denn es ist eine vierwöchige Aktion, ein Leben in einer offenen Werkstatt, was geprägt ist durch Dialoge, durch Musik, durch Lesung, durch Arbeit. Es ist etwas, und da komme ich zurück zu dem Gespräch 86. Es dauert etwas, bis er anfängt. Manch ein Auftraggeber wird schmunzeln und sagen, wann fängst du denn jetzt mal an? Geht's jetzt mal los? Nee, ich glaube, der muss erst mal so schnuppern. Der muss mal so gucken, wie das so gehen kann. Und diese
dieses Schnuppern ist höchst anstrengende Arbeit. Und die haben sie auch, schnuppern sie heran und gehen sie in den Tanz hinein. Diese Tücher ohne Schweiß sind 21 Rollen, die fast 20 Jahre lang in einer Burka verschlossen waren. Nach dieser offenen Werkstatt 2000 waren die zusammengerollt in einem Burka, in einer Skulptur, in einem Schleier, in einem Tuch und wurden jetzt erst gelöst für diese Ausstellung. Sie merken, es ist kein Teil. Sie sind jetzt hier wieder ins Werk gesetzt. Das Enthüllen oder das Lüften des Schleiers ist nicht das Wesentliche, wobei er sagen würde, es ist einer Zeit gewesen. Der Islamismus ist etwas, wo wir heute auch in der Gesellschaft immer wieder auf Paradoxien gestoßen werden. Manch einer Politiker sagt, der Islam gehört zu Deutschland. Und dann kommt der Nächste und sagt genau das Gegenteil. Ich glaube und ich denke, wir dürfen den Islam nicht ausgrenzen. Deswegen bin ich stärker dafür, denn der Islam gehört dazu. Und er ist etwas, wo nicht nur der Krieger diese Gewalt entsteckt, sondern wo das, was man hier in den 21 auf Papier entstandenen Arbeiten sehen kann, für mich ein Stück weit auch ein ganzes Werk von Gregor Thorsten Koschek. Insofern, es gibt die Schwarz-Weiß, die Hell, die Licht- und die Dunkelheit-Momente, es gibt die Farbe im Bild, es gibt das, wo ich merke, da hängt so ein drehendes, ein tänzerisches, ein sich bewegendes Moment drin. Ich merke, die Mystik allein durch das Wort für den Moment. Aber lassen Sie sich einladen zum Meer lesen auf der gegenüberliegenden Seite. Die ist genauso im Bild zu finden. Es sind Werke, die hier den Islam als Grundstock, als ersten oder als Auftrag drin sehen. Ich habe es verschwiegen. Die Arche ohne Noah in Zwickau war eine, die dem Christentum, wo die offene Werkstatt dem Christentum zugewandt war. Und dann unterschließt sich die Trilogie. Gab es eine Arbeit oder eine offene Werkstatt hier in Chemnitz 2001, die dem Thema der Gral, die europäische Sinnsuche gewidmet war. Ist der Gral eigentlich? Ich habe es gar nicht gefragt. Der macht es nicht. Ich stellte fest, ich weiß es nicht und merkte, Mensch, hättest du mal fragen sollen. Naja, das Atelier ist voll. Lassen Sie sich doch mal einladen und gehen Sie mal hin. 70 als Mitte des Lebens, so viel Bejahung, wie kann man das besser ausdrücken? Lassen Sie sich einladen vom Tanz des Derwisches. Der ist, glaube ich, einer, das sagt der Derwisch selber. Der Schmerz, den vergisst man irgendwann. Und irgendwann kommt man zu dem Punkt, der ganz tief in einem wohnt. Das wünsche ich Ihnen auch. Gehen Sie, es muss nicht rund sein. Es darf ein Ende haben. Und in jedem Ende ist im Paradoxon auch wieder der Anfang drin. Da geht es irgendwo woanders weiter. Was mich beeindruckt hat, wo er sagte, mit 70, irgendwie fange ich jetzt auch nochmal wieder an. Die Hemden, ach, das läuft, das geht irgendwie. Jetzt ist mal wieder was anderes dran. Und deshalb viel Spaß bei den nächsten 70 Jahren. Vielen Dank und bis bald. Ich muss mal sagen, es ist
glaube nicht an welche Kontinuität und welche Begeisterung immer wieder eine Gruppe, eine kleine Gruppe, muss man dazu sagen, wenn Menschen aufbringt, um das alles am Leben zu erhalten. Und dem kann man nicht dankbar genug sein. Und ich freue mich zum dritten Mal mit euch auszustellen hier, und es ist mir eine Ehre und eine Lust. Und lieber Frank und du, mein Lieber, ihr alle, das ganze Team hier, tiefsten Dank, dass wir das heute sehen können. Und das ist eigentlich alles, was ich sagen will. Zum Thema selber können wir gerne nicht mehr lange reden. Sie hat das wunderbar vorgebracht. Ich habe auch vorne Bücher ausgegangen. Nee, die haben das schon wieder weggenommen, dass sie nicht geklaut werden. Aber man kann sich das selbst belesen. Es geht in dem arabischen Bier eher um die Sufi-Kultur und den Sufismus, den ich als den tolerantesten Flügel erlebt habe, ja, für mich selber im Nachdenken über diese Philosophie. Die Regeln gleichen sich in allen Religionen ja fast ähnlich. Ob Christentum, ob Buddhismus oder ob wir hier den Islam haben. Irgendwo gefällt mir eigentlich dem letzten Buch, was ich gelesen habe, von dem Albert Žižek, ein linker Philosoph, der zu dem Schluss kommt, eigentlich sind wir alle irre. Und wenn wir lernen würden, langsam alle auf diesem Planeten mal von oben auf unser Rad zu schauen, auf unsere eigenartigen Rituale, dann müssen wir uns am Ende als Irre umarmen, sag ich einmal als Weiterführung, und ein glückliches Leben endlich mal beginnen. Dass das natürlich nicht der Fall ist, also sehen wir heute. Der Mensch ist ein eigenartiges Geschöpf, aber er macht eigentlich geile Sachen. Ne? Sollte das ein schöner Abend werden.